Dann gucken wir mal, wo wir das Ding finden. Nochmal. Was ist denn hier? Oh, da ist ein Punkt. Moment. Dann sollte ich vielleicht das Ding mal rausholen. Oh, der Geist, der Geist, der Geist. Stirb! Oh, fuck you, der macht ja richtig Damage, ey. Hier, weg hier, weg hier. Raus hier. Ich glaube, die schaffen den alleine, ohne mich. Mach ihn kaputt! Ja, perfekt. Gucken wir erstmal hier, was wir hier so haben. Eine Urne. Okay, wer bist du denn? Wind... Delius, ja. Essenz des Phantoms. Okay, das sieht ja auch lustig aus. Den Rest lassen wir dir mal. Machen wir erstmal ein bisschen Licht. Okay. Stahlschuppenstiefel. Hast du sowas an, Lydia? Ja, sieht so aus. Das ist ein Beutel. Oh, ich dachte, da wäre irgendwas Tolles drin. Hm. Okay, hier haben wir noch ein Alchemielabor. Ey, das sieht aber verdächtig aus, oder? Hier, so diese Umrisse. Kriegt man das irgendwie... Uff! Ist irgendwo ein Hebel oder so? Granatstein, nehmen wir Stahl durch. Was hier denn? Das Firmament. Lesen wir. Okay, gibt nix. Magie vom Himmel, lesen wir. Hm, gibt auch nichts. Okay, super. Und dann haben wir noch hier vom Windelheini das Tagebuch. Gucken wir mal rein, oder? Ja, das Tagebuch vom Windelprinzen hier. Mein Gott, der hat ja richtig was geschrieben, wa? Ach du Scheiße. Ich würde sagen, Moment, das müssen wir mal kurz durchlesen. Was könnte vielleicht ein Hinweis sein auf die Klaue? Vielleicht. Okay, ich habe mein Lager im Inneren des Hügelgrabs aufgeschlagen. Das muss der Ort sein. Allein meinen Forschungen zufolge muss ich die Grabkammer hier befinden. Jetzt brauche ich nur noch ein wenig Zeit, um ungestört nach der Klaue zu suchen. Sie muss hier irgendwo verborgen sein. Das war eine knappe Sache heute mit diesem Schwachkopf Wilhelm. Moment, Wilhelm, das ist doch der Typ aus der Kneipe, ne? Hm. Vielleicht weiß der ja doch mehr, als er mir gesagt hat. Naja, ich lese erstmal weiter. Er stand kurz davor, das Hügelgrab zu betreten, doch ich konnte ihn verscheuchen, indem ich mit ein paar Tonscherben in einem Beutel klapperte. Junge, Junge. Diese Leute sind viel zu abergläubisch. Das bringt mich auf eine Idee. Nach einigen Fehlschlägen ist es mir gelungen, eine Mixtur zu erstellen, die funktionieren sollte. Der Schimmer ist perfekt. Ich sollte genauso aussehen wie einer der Geister, von denen die Bewohner von Iverstadt glauben, dass sie in diesem Hügelgrab spuken. Ich werde es morgen ausprobieren. Das ist wahrscheinlich dieser Trank, den ich gerade gefunden habe. Erfolg, es hat besser geklappt, als ich mir hätte träumen lassen. Ich musste lediglich nachts vor dem Eingang zum Hügelgrab herumwandeln und mit den Armen fuchteln. Ich hätte beinahe laut losgelacht, als sie weggerannt sind. Das sollte sie fernhalten. Während ich meine Suche nach der Klaue fortsetze. Es ist fast ein halbes Jahr vergangen und noch immer gibt es keine Spur von der Klaue. Oder irgendwelche Hinweise auf ihren Verbleib. Es ist zum Verrücktwerden. Sie muss hier sein. Ich kann es nicht riskieren, Hilfe anzuheuern. Also muss ich alleine weitermachen. Hm. Anscheinend sucht er das Ding auch wie verrückt, wa?
Naja, jetzt braucht er es nicht mehr suchen. Sie ist nicht hier. Sie kann nicht hier sein. Das darf nicht sein. Es sind bestimmt die Leute von Eberstadt. Sie müssen mich durchschaut haben und spielen nur mit mir. Sie wollen die Grabkammer selbst finden und die Reichtümer für sich behalten. Wieso? Wieso quälen Sie mich? Wieso vernichten Sie mich nicht einfach? Ich bin... Wer bin ich? Mein Verstand umwölbt sich. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich muss mein Tagebuch lesen, um mir mein Ziel ins Gedächtnis zurückzurufen. Bin ich ein Teil dieses Grabes? Ist es meine Bestimmung, es zu schützen? Was geschieht nur mit mir? Sie werden mir meinen Schatz nicht nehmen. Sie werden für ihre Verbrechen teuer bezahlen. All jene, die diese Mauern betreten, werden meinen Zorn zu spüren bekommen. Meine Macht. Ich bin der Hüter des Feuerschleierhügels. Wer sich mit mir widersetzt, wird sterben. Ja. Gut. Anscheinend ist der gute Windelfutzi hier ein bisschen verrückt geworden, wa? Aber wie scheint, hat er die Klaue nicht gefunden. Das ist blöd. Das ist sehr, sehr blöd. Gucken wir jetzt nochmal Bekleidung. Habe ich eigentlich diese... Achso, die Stiefel habe ich ja eh schon an. Okay. Ja, was soll ich jetzt machen, ey? Ich denke... keine Ahnung, ey. Ich denke, ich gehe einfach mal raus hier, weil hier ist ja echt nichts mehr und... Ich werde einfach mal den Wilhelm da nochmal befragen. Oder dem irgendwie mal was erzählen, was hier Phase ist. Vielleicht weiß der ja irgendwas, was ich machen kann. Ja, irgendwo muss ja die Klaue hier sein, aber ich habe jetzt keinen Bock, wieder 3 Stunden hier rumzusuchen. Ich gehe erst nochmal raus. Das ist auch alle was hier. Nee. Aber war ja blöd, der hat nur einen Gegner da drin. Da habe ich schon ein bisschen mehr erwartet. Naja, so ist das. So. Hier draußen denke ich nicht, dass das irgendwo ist. Machen wir nochmal. So, jetzt müssen wir nochmal nach dem guten Wilhelm. Das war ja da vorne, ne? Also, hier gibt es wieder schöne Pilze im Sonderangebot. So, das war hier, ne? Jo. Ab rein da! So, Wilhelm.